Hallo zusammen, mein Name ist Katrin Smets. Ich arbeite beim Katholischen Bildungswerk in Bonn und ich möchte das Buch Meister und Margarita von Michail Bulgakov vorstellen. Moskau, 30er Jahre. Ein ausländischer Gastprofessor stellt Moskau nach allen Regeln der schwarzen Magie auf den Kopf. Eine Vorführung in einem Moskauer Theater hat ungeahnte Folgen. Es wird davon ausgegangen, dass es sich um die Wirkung einer Gruppenhypnose handelt. Menschen werden gegen ihren Willen auf unerklärliche Weise an andere Orte umgesiedelt. Ein unbekannter Autor, er soll von seinen Vertrauten Meister genannt worden sein, ist heute wegen Besitzes unerlaubter Literatur angezeigt worden. Er befindet sich nun in einer Irrenanstalt. Sein Roman über Pontius Pilatus wird nicht veröffentlicht. Der Versuch, das Manuskript zu zerstören, scheitert. Eine Frau namens Margarita ist als seine frühere Geliebte identifiziert worden. Sie wurde unlängst als Hexe, nackt auf einem Besen fliegend, über den Dächern von Moskau gesichtet. Wie aus gut informierten Kreisen berichtet wurde, soll sie als Ballkönigin Hauptperson auf einem Frühlingsball in Unterweltkreisen gewesen sein. Haben Sie Lust, sich auf eine temporeiche, sagenhafte und zugleich satirische Geschichte einzulassen? Dann empfehle ich Ihnen das Buch Meister und Margarita von Michail Bulgakov. Keine Angst vor grotesken Szenen. Ran ans Buch und lesen. Es lohnt sich.